Tag auch und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Lara hat jetzt schon Kletterhaken und wir klettern jetzt da den Berg hoch, weil wir da oben zum Funkturm müssen. Wir haben nämlich das Funkgerät von den Wölfen geklaut bzw. zurückgeholt. Und dann klettern wir hier hoch. Gucken wir noch mal, was uns da erwartet. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar Quicktime-Events. Ah ja. Nicht nach oben. Ja. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Okay. Haben wir geschafft. In der Nähe ist ein geheimes Grab. Da. Wollen wir da reingehen? Nein, ich glaube nicht. Wir spielen die Story weiter. Die Gräber können wir im Zweifelsfall immer noch nachher besuchen. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier hoch sollen. Ne? Mhm. Hüpfen wir noch. Bitte. Ich bin hier runtergefallen, ich möchte das nicht. Die kann sich da nicht festhalten. Das Spiel möchte das nicht. Also machen wir das gleiche nochmal. Wenn das Spiel das nicht möchte. Das ist, weil ich zu hektisch bin. Ich möchte springen, hüpfen. So, eigentlich habe ich das Mikro vernünftig eingestellt und ihr dürft es... Okay. Okay, die soll ich gleich... erledigen. Also falls ihr im Hintergrund klopfen, hämmern, bohren hört... hier in so einem Bürokomplex, wo ich mein Büro habe, wird gerade umgebaut. Eigentlich sollte das Mikro das nicht aufnehmen, beziehungsweise ich das in der Pause rausfiltern können. Falls es doch mal da ist, wisst ihr, woher es kommt. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier. Nee, da hätte ich lieber den Bogen und ich will mal was versuchen. Fuck. Verdammte Hacke. Da wirft er mir einfach den Feuer an den Kopf. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Finde ich gut. Jetzt sind alle weg. Looten. Geh weg, Huhn. Ich gucke mal, ob ich zu den Typen da drüben komme. Haben wir noch ein bisschen Bergungsgut. Ja.
da liegt noch was. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Du, was macht man ja auch nicht. Hier ist aber nass. Na, da komme ich glaube ich nicht hin. Obwohl, vielleicht kann ich da dran springen. Ich sehe hier nichts. Die Kamera ist im Wasserfall. So. Da mache ich jetzt erstmal meine Fackel an. Und glücklicherweise haben wir direkt ein bisschen Bergungsgut. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Okay. Versuchen, um versteckte Informationen zu finden. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, das hat sich ja vielleicht was gebracht. Yay. Muss jetzt hier wieder hoch? Seriously? Echt jetzt? Na gut. So. Schön diese Lichteffekte. Da war ich schon. Da lang geht's weiter.
Hier kann ich nichts mehr machen. Ja dann. Gehen wir doch da weiter, wenn es da weitergeht. Windig ist da, wie man sieht. Leck mich an die Poperze. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Juhu. Hey, aufwachen, mein Heiligling. Okay. Das muss alles nicht sein. Oh, leck mich im Arsch. Der Plan, ja. Danke. Wahrscheinlich noch einen getötet. Ach, der liegt hier. Hallo? Ja, dann mal rein in die Höhle, wa? Oh, ist keine Höhle. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lagerfeuer. Gucken wir uns auch ein Video an. Nein, gucken wir nicht. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich seh mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr.
Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Obwohl Essen ja auch Kultur sein kann, ne? Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf. Genau. Mach das. 430? Ich brauche ein bisschen mehr. 250. Versteckte Wurfarme. Das machen wir mal. Gewickelte Sehne, da brauchen wir 20 für. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, ob wir diesen Funkturm finden. Diesen verdammten. Bis dahin, ich bin euer Player 1, man sieht sich.